The straightest line isn't always the shortest way from A to B. This old saying will prove true in the adventure that follows. Everything seems quiet in Opera City. That's where Pierre, the expert maze detective, lives. But beware of appearances. Beware of still waters and crackling fire. Because at this precise moment, his friend Carmen rocks up in trouble. Pierre, Pierre, somebody stole the stone, Pierre, she says. The maze stone. Mr. X is the one behind it. I just came from the museum. He replaced the stone with a letter for you. Dear worthless detective, I now have the stone. The one that turns everything into mazes. I challenge you to get it back. Are you up to it? Signed, Mr. X. P.S. With not a minute to lose, they race to the museum. It's total chaos inside. So, also jetzt, sorry, ich habe schon mal vorhin angefangen, aber mein Mikro war noch aus. Herzlich willkommen zu diesem neuen Spiel hier im Demo-Marathon. Ich hatte gerade schon gesagt, dass es so eine Art Brettspiel gibt, die so ähnlich könnte sein. Wir spielen Labyrinth City, ein Maze Detective, Pierre the Maze Detective. Und wir gucken mal, aber was hier so los ist. Also da vorne ist sie gefunden. Hier ist Carmen. Genau, es ist, glaube ich, so. Da gibt es auch so ein Brettspiel, Micro Macro heißt das. Da muss man immer Sachen finden und dann von da geht es dann weiter zum nächsten. Und das ist dasselbe hier als Spiel. Das finde ich dann ganz schön interessant. Also wir gehen hier hoch, wir müssen als nächstes den Officer finden. Ne? Das wurde uns gerade schon angezeigt. Ah ja, es ist zum Navigieren hier, es ist ein bisschen tricky, finde ich. Aber okay. Den Wächter haben wir gefunden. Genau, also wir haben ja nicht viel zu tun. Dieser Stein wurde geklaut, ne? Und von da geht es dann immer weiter und wir bekommen neue Informationen, was wir finden müssen. Ne? So ein bisschen Wimmelbild-esque. Genau, jetzt suchen wir nämlich als nächstes, ja, den Leiter wahrscheinlich hier des Dings. Der ist da oben, ne? Wie kommen wir denn da jetzt hin? Ich denke mal, wenn wir hier links rumlaufen müssen. Da oben ist nämlich zu, da kommen wir nicht durch. Wir gehen mal rechts lang. Ah, er hängt da fest. Also immer, wenn ich ihn neu steuern will, muss ich so fast neu klickern. Und hier sind lauter interessante... Ich bin ein Ninja, ich sammle Sterne, sagt er. Wer sagt das? Er da? Achso. Schau mir genau zu, nimm dir ein Beispiel. Die Ninjas können den Ort wechseln, um sich zu bewegen, okay? Da ist ein Stern, ja, das hier, ja. Den werde ich jetzt mal gleich lösen, dann kannst du nirgendwo mehr hin, du Boy. Du kleiner Ninja. Aha, ich kann also den Ninja jetzt auch... Ah, den da. Den Stern hier. Okay, warte mal. Wir gehen mal zu dem Stern rauf. Okay, jetzt haben wir so einen Stern entdeckt. Okay, wir haben einen Stern in diesem Level gefunden. Naja, und es gibt ja lauter so Sachen zu entdecken, wie diese Frau ist voll übelst groß und so und da sind voll die interessanten Sachen und hier die Figuren leben und das Museum ist alles total wild. Gab es auch immer so, die Wo ist Walter Bücher sind ja so ähnlich, ne? Ey, du hast geschummelt, du hast meine Füße benutzt, deine Füße benutzt. Ja, ja, ich habe das alles so ein bisschen auf witzig und cool gemacht und so. Natürlich wieder super aufwendig, das zu zeichnen. Ich feiere sowas ja immer, das ist ja total cool. Habe ich als Kind auch schon immer sehr, sehr gerne gemocht, diese Suchgeschichten und diese Wo ist Walter Bücher und sowas. Ne, wo immer so viele kleine Geschichten passieren auf eigentlich nur einem Bild, ne, wie hier, das ist eine Ziege, die macht irgendwas. Da gibt es immer total viel zu entdecken, was hier los ist. Man kann nur nicht reinzoomen, oder doch? Ja, nicht viel. Ein bisschen kann man reinzoomen, ein bisschen kann man auch rauszoomen. Ist ja, irgendwo ist immer wieder was. Jetzt komme ich aber nicht durch, oder? Okay, wow. Wie kommen wir denn dann dahin?
So, warte mal, lass mal gucken. Hier, was macht der denn da oben? Ich bräuchte dieses Ninja-Tool. Was will er denn mit der Spritze hier? Sag mal, hast du eine Minute? Ja, aber nicht mehr. Kannst du diese Bilder gerade ausrichten? Klar, kann ich. Dann sind sie wieder hübsch. Ja, mach ich. Ja, wie kann ich sie denn jetzt ausrichten? Da. Hier. Ah, okay, ich kann auch mit Tastatur steuern. Das ist besser als mit Maus. Ach so, ich verstehe. Das heißt, wenn ich eins gerade rücke, werden andere schief. Also passt, ja, sehr gut. Und ich bekomme eine Statuette, die Mona Lisa oder was? Ja, keine Ahnung. Ah, ich komme da doch durch. Ich dachte, ich kam davon nicht durch. Der kämpfte mit dem Dinosaur. Da oben ist ein riesiger Elch. Da wird irgendein Krieg geführt. Total faszinierend. Und ich bekomme den zweiten Stern. Okay, okay. Hier, da wird voll genossen. Ja, jetzt ist die Frage, ich könnte jetzt natürlich da schon hin, direkt zu dem Professor da. Ah, hier ist alles, da ist alles dicht, da komme ich nicht durch. Hier unten, komme ich da lang? Okay, man kann auch immer irgendwas angrabbeln hier und anpacken. Nee, okay, da komme ich nicht durch. Da muss ich wohl außen rum. Komme ich hier bei euch durch? Okay, ich muss wohl da links lang. Na gut, na gut. Okay. Das ist ja das verrückteste Museum, das wir jemals gesehen haben, meine Lieben. Also, ganz, ganz abgefahren. Jetzt lasst uns erst mal hier mit dem Chef da sprechen. Krass, wie sie alle kämpfen. Alles im Museum ist zum Leben erwacht worden. Die Kraft des Steins ist gewaltig. Die Welt ist in großer Gefahr. Was auch noch schlimmer ist, wenn wir nicht finden, ist meine Karriere am Ende. Achso. Der verdammte Mr. X. Ja, ja, ja. Wie hat er unser Sicherheitssystem überlistet? Er hat den Ort noch nicht verlassen. Er verspottet uns. Da oben ist er, der Mr. X. Hey, da müssen wir mal hinkommen jetzt. Der sieht aus wie German Let's Play. So. Dann lass mal da rauf. An den vielen interessanten Geschichten hier vorbei. Ach, da komme ich nicht durch. Oben bei dem Pferdchen vielleicht? Da ist noch ein Stern, geil. Ach, da komme ich auch nicht durch. Oh Mann, ey. Gut, ich gehe wieder komplett außen rum, wenn es sein muss. So. Ach, um da rüben hinzukommen, muss ich noch einmal komplett außen rum laufen. Mhm, verstehe. Hey, hey. Immer die Leute, die hey sagen, die kann ich immer angrabbeln, da kann ich immer was mit machen. Ich hätte den Stern jetzt nicht holen müssen, ne? Ich hätte ihn auch einfach Stern sein lassen können. Okay, hier komme ich nicht mehr runter. Kann ich mich auf den Thron setzen? Nein. Die wollen auch alle mit mir reden, da. Achso, warte mal, dann muss ich hier runter. Und dann rechts hoch, ja? Ist das wirklich so? Ich kann das natürlich nicht nachgucken, ne? Das ist sehr verstörend. Was ist hier mit der Truhe? Oh. Eine Museumskarte oder was? Oder ein Schatz habe ich gefunden. Das ist sehr schick. Schatz finde ich gut. Falls es gerade ein bisschen laut ist im Hintergrund, Leute, ist gerade krasses Unwetter. Und das Wasser pfeift nur so gegen die Fensterscheibe. Ach so, hier kam ich ja nicht rüber. Oh nein. Ja, Moment. Ich muss doch da hoch.
komme ich denn da sonst rauf? Da unten lang? Nee, oder? Die Beine fehlen noch und die Arme, ja, das stimmt. Ja, Moment. Ich muss irgendwie gucken, dass ich da zu dem Boy hochkomme. Aber da oben ging es doch nicht weiter. Muss ich ganz zurück? So, warte mal, da drüben. Kam ich doch nicht durch, oder? Ich fürchte, ich muss ganz nach unten. Ich kann halt jetzt auch nicht rausgucken. Das ist so. Also ich kann nicht in der Karte rumzoomen, um mir alle Wege anzuschauen. Das finde ich ein bisschen schade. Das, glaube ich, würde mir so ein bisschen... Also ich habe schon begriffen, dass ich hier sehr viel rumlaufen muss. Aber das, glaube ich, würde es ein bisschen angenehmer gestalten, wenn ich auf die Karte gucken könnte, wie ich denn da überall hinkomme. Genau, hier komme ich nicht weiter. Wer hat mich gewerkt? Er hat 5000 Jahre geschlafen, ja. Ich muss da rechts hoch, ne? Aber wie komme ich da hin? Kompliziert, kompliziert. Da geht's nicht durch. Genau, da oben waren wir schon. Ach, kann ich da runter vielleicht hier? Ah, ich komme da direkt runter. Da habe ich vorhin nicht drüber nachgedacht. So, jetzt sind wir hier oben. Er ist da hinten. Könnt ihr mal losfahren da? Genau, fahrt mal weg. Okay, eine geheime Zeichnung. Wow. Das ist natürlich richtig geil. Da habe ich übelst was erfunden. Gefunden. Das hilft mir vielleicht sogar. Da war nur Klopapier drin. Das machen wir wieder zu. Das brauchen wir jetzt nicht. Vielleicht müssen wir hier an dem Göttervater vorbei und nach unten. Ja. Mann, ist hier was los, oder? Verrückt im Museum. Total verrückt. Ah ne, links rum. Und dann nochmal da hoch. Und da ist er auch schon, der Mr. X. Hahaha! Sie haben aber lange gebraucht. Länger hätte ich nicht gewartet. Ist das der Stein, den Sie wollten? Hier ist er. Kommen Sie näher. Haha! Haben Sie Angst, oder was? Oh, und schon ist er weg. Pierre und Carmen, confront Mr. X. The stone is within reach, but the rat has a trick up his sleeve. On his signal, a horde of monkeys hurtles down the stairs. Oh nein. They're super cute, but angry and out of control. Oh, what a rascal. What a rotten scumbag. Ja. Using the chaos as a distraction, he escapes at the last minute and is lost. In the city suburb. Oh, die Stadt. Ja, das ist natürlich da, also schwierig, sich da zurechtzufinden. Das ist natürlich hart kompliziert, ne? Weil, was muss ich denn da jetzt alles finden, ne? Ja, und so sind wir hier oben angekommen und das Spiel geht so weiter. Und an zwielichtigen Gestalten mangelt es nicht. Es ist Fasching, jeder ist verkleidet. Ach so. Ah, oh nein. Sie haben bestimmt irgendwelche Informationen, die Kollegen. Die müssen wir fragen. Und die sind da ganz drüben. Da sind die Polizisten. Und die müssen wir befragen nach Mr. X. Ja, dann müssen wir hier so durch, ne? Müssen wir uns so durchwuseln. Und irgendwie dahin kommen. Und auf dem Weg dahin ganz viele interessante Sachen entdecken, die hier überall passieren. Ja. Eure Meinung in die Kommentare. Das ist Pierre, ne? Pierre, der Maze Detective, der Labyrinth Detektiv. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.